der Briten Ja sagt zum Brexit, dann muss die Regierung in London diesen Beschluss zunächst einmal offiziell dem Europäischen Rat mitteilen. Daraufhin beginnen Verhandlungen mit dem Rat, die voraussichtlich stellvertretend von der EU-Kommission geführt werden dürften. Es geht dabei um ein Abkommen, das die Details des Austritts und den Rahmen für die künftigen Beziehungen regelt. Der Europäische Rat muss dieses Abkommen dann beschließen. An den Beratungen darüber dürfen die Briten selbstverständlich nicht teilnehmen. Ein Verbleib Großbritanniens in der EU wäre aber auch zu diesem Zeitpunkt theoretisch noch immer möglich. Auch ohne Abkommen könnten die Briten aus der EU austreten, 2 Jahre nachdem sie den Europäischen Rat informiert haben, also frühestens im Sommer 2018. Beim Austritt ohne Abkommen wären die Beziehungen zur EU aber ungeklärt. Daran dürfte London kein Interesse haben. Den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt könnten die Briten auch durch einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum, kurz EWR, sichern oder durch bilaterale Abkommen, wie die Schweiz und die EU sie schon haben. Eines brauchen die Briten nicht zu fürchten, dass die EU sie ihrerseits einfach ausschließt. Dafür ist Großbritannien für die Union viel zu wichtig.